Mal, Hannes. Bleib stehen, wir sind noch eins. Ich werde dich fallen dienen. Also dann, 2, 3. Wir kommen hierher von Gott gesandt, mit diesem Stern aus Morgenland. Mit diesem Stern aus Morgenland. Wir kommen daher in schneller Eil, in 13 Tag 400 Meilen. In 13 Tag 400 Meilen. Du, na Wettel, ihr seid aber spät auf die Fies. Na, komm mal her, Großer. Lang mal dein Kerbel her. Sodele, da habt ihr was zu beißen. Danke. Ja, no, danke, das aber nicht. Gell. Und gebt mir nur Obacht, dass euch die Zinge und die Zehe nicht abfrieren, gell? Nur keine Angst. Wir sind sowieso bald fertig. Da wird's aber auch Zeit, sonst verpasst ihr noch die ganze Sportschau. Komm, Schosch, wir gehen weiter. Ich hab schon eiskalte Fies. Und sehe ich nass in sie auch. Nur mal langsam, mit der arme Leid, nur mal langsam. Erst gehen wir in der Heidebudelweg nuf. Im letzten Haus kriegen wir ganz bestimmt noch etwas. Hör mal doch auf, unser Kerbel ist voll und fortstrockene Lebkuchen haben wir selber daheim. Oder was meinst denn du, Hannes? Sag doch einmal was und steh nicht immer da wie ein Ehl, geht's? Ja, mir ist egal, macht was da wollt. Hoppla, hoppla, die Bob tanzt, das ist ewig steigwist, Hannes. Du bist halt doch ein Kerl wie der Erl. Also, was machen wir jetzt? Machen wir Spätzle oder essen wir den Teig so? Da drüben in den Terrasse heißen, da wohnt eine Tante von mir. Die hat da eine Eigentumswohnung. Vielleicht können wir dort was erben. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir von den Reichsmägden was kriegen, Hannes. Die wollen schön wohnen und gut schlafen in Zickelhause. Aber die heiligen drei Kenis sind denen wurscht egal. Also dann, kein Fisser Madende und nix wie Nuff in der Heidebuckelweg. Obacht, da kommt was. Ein fixe Feiertunerwittel, der hat uns doch ganz genau gesehen, der Busfahrer, der Tappische. Bleib stehen, da kommt noch ein Auto hinten drauf. Ah, pfui Teufel, die ganze Salzbrie habe ich ins Gesicht gekriegt. Komm, zieh keine Schau ab, heb mal lieber mal den Korb. Mir hat die Krone runtergewichst. Will sich gerade ein bisschen abputzen. So, Dalle. Ist fertig? Auf geht's, in der Heidebuckelweg. Aber ein bisschen Dalli, ihr Leid, Dalli, dass wir wieder heimkommen. Immer still. Es ist doch ein Hund. Natürlich ist kein Eichhörnl, das sehe ich selber. Aber brauchst nicht den Hus machen. Ich kenne die Leid. Denn du bringst jede Woche die Illustrierte, du passiert da gar nichts. Mir soll's recht sein. Alle, nimm die Maulorgel. Ja, damit der Ruhe, gell? Hast du? Jo. Also, 2, 3. Wir zogen vor Herodes sein Haus. Herodes schaut zum Fenster heraus. Herodes schaut zum Fenster heraus. Ihr lieben Herren, wo wollt ihr hin? Nach Bethlehem steht unser Sinn. Nach Bethlehem steht unser Sinn. Ist da jemand? Wir sind's, die drei König. Wer? Wir sind's, die heilige drei König. Ach, das könnte euch so passen. Nicht genug, dass man Steuern bezahlt für Sogs. Hau, los, zeig's dem Lumpenpack, wer der Herr im Haus ist. Und lasst euch bloß nicht mehr sehen. Schafft was, da braucht ihr nicht zu betteln. Ha, sowas. Was glauben Sie? Da hat der Hund locker gemacht, nichts wie ab, über die Wiese Nuna und dann auf die Straße. Halt, mir ist die Maulorgel Nuna gefallen. Wart doch hier frei, wart doch ein bisschen. Schorsch, bist du? Alles. Sei still. Hast du den Graben schon einmal gesehen? Du, wir können von Glück sagen, dass wir da überhaupt drüber gekommen sind. Menschenskind, ich bin schon 100-mal über die Ziegelhäuser Storbach gekupft. Aber du, so einen Hupfer habe ich meiner Lebtag noch nicht gemacht. Über so einen Graben ist noch kein heiliger Dreikönig gekupft, glaubst du mir das? Du, dass man vom Falding gar nichts mehr hört. Von dem Hund? Komisch. Kein Falding.
halt ihn und kein Hund. Nix. Sei froh, dass drüber kommen bist. Bis wir daheim sind, hat der Fallen den die Leber wascht vom Metzgerbickel schon längst gegessen. Wenn sein muss, ohne Brot und Senf. Aber der Hund. Halt mal das Maul, Hannes. Dort unten auf der Landstraße, guck, da lebt jemand. Der Moment gerade, der hätte Taschenlampe. Guck jetzt. Jetzt sieht man ganz deutlich. Dass der keine Angst hat wegen der Autos. Uff, wir rennen nur nach. Vielleicht hat der Fall in ihm gesehen. Halt wohl. Ich habe eine Idee. Wir singen unser Liedl, verstehe ich? Ohne der Faldin? Ist doch egal. Entweder hört uns der Faldin, oder wir kriegen von dem da drunter ein paar Penning, verstehe ich? Meins wegen, als dann. Zwei, drei. Wir kommen hierher von Gott gesandt, mit diesem Stern aus Morgenland. Mit diesem Stern aus Morgenland. Also, meine Herren, es tut mir furchtbar leid, aber ich komme um das Protokoll nicht um, gell? Ich weiß nicht, Herr Wachtmeister. Aber seit wir da drüben am Heidebuggelweg über den Grabekopf ziehen, wegen dem Kerl sein Mundo, also seither ist alles grad wie verhext. Hilft alles nix, Vor- und Zunahme. Ja, sag es ihr mal. Haben Sie keine andere Lichter hin als die armselig Funzel? Für mich langt mein Nachtsun. Und dann hat's für Sie auch zu lange. Also, heute haben wir 6. Januar 2076. Was, Hammer? Da können Sie wohl uns verarschen. Der 6. Januar 2076, Hammer. Und wenn Sie was dagegen haben, dann stellen Sie es der Wetter. Ihr Name? Schorsch. Vorname? Zabelbacher. Ich bin im Zabelbachers Karl sein Sohn. Kenne ich nicht. Wann geboren? Am 3. August 1959. Wie bitte? Also, meine Herren, wenn Sie mich veräppeln wollen, dann kommen Sie gerade an der Richtige. Feier, du na Wettel, Hannes, sag doch, du armer Lebes. Schorsch, wir machen nicht vor Ibel. Ich habe ganz komisches Gefühl in der Hose. Ich glaube, alt ist schon mehr drin als bloße Gefühl. Also, meine Herren, jetzt wollen wir mal Nägel mit Köpfen machen. Ich will Ihnen sagen, warum ich Sie mit auf die Wach genommen habe. Erstens, ich habe vorhin eine Dreikönigslied gesungen. Stimmt's oder habe ich recht? Na und? Ich war dabei? Allerdings. Das war nämlich nicht die Fassung, die vom pfälzischen Kultusministerium vorgeschrieben ist. Und illegale Lieder waren bei uns nicht gesungen. Die Zeiten sind vorbei. Zweitens haben Sie mich vorhin gefragt, wann der nächste Omnibusfahrer geht. Nun ins Dorf. Als ob Sie nicht genauso gut wüsste wie ich, dass es seit einem halben Jahrhundert kein Motorschäse mehr gibt. Kein Auto und kein Omnibus. Sie brauchen sich gar nicht zu verstellen. Wo soll denn auf einmal die Brie herkommen, die wo man den Kerl über Nacht geschüttet hat? Meinen Sie vielleicht Benzin? Wo soll denn das herkommen, wenn es Allwoche ist? Aus der Luft vielleicht? Und Sie, mein Herr, wie heißen Sie? Das habe ich mir ja noch gar nicht aufgeschrieben. Hannes. Hannes Knobel. Wir wohnen in der Niggerhill drunter. Knobel. So. Sie haben mich gefragt, wo das Terrassehaus von Ihrer Tante wäre. Ja, wie kann ein vernünftiger Mensch überhaupt so etwas fragen, hä? Sie haben scheinbar geschlafen in der Schule beim Lehrer Schick. Oder haben Sie Tomate auf der Aare? Ja, jedes kleine Kind weiß, dass seit der Betonkatastrophe von 2012 die Häuser mit Backstein gebaut werden. Damals hat es den Beton verrissen von der Wolkenkratzer und von der Hochhäuser. Ja, warum dann? Ja, weil die Marssonde damals Bakterien runtergebracht habe. Und die Bakterien haben den Beton zerfressen, wie der Rost das Eisen. Nee, also mit mir könnte er das nicht machen. Das ist nicht mehr und nicht weniger als wie eine Verhöhnung von der Staatsgewalt. Jawohl, das ist es. Und wegen dem Lied vorhin, da muss ich Sie protokollieren wegen Verstoß gegen den § 12 von der pfälzischen Brauchtumsordnung. Ja, das sind unpfälzische Umtriebe, meine Herren. Da beißt keine Maus der Fade ab. Aber was anderes. Ich höre Sie am Ende 18, der Hochdeutsche. Also horchen Sie wohl, Sie haben doch Ohren im Kopf. Moment mal. Wir wohnen hier in der Nähe von der Universität. Da ist alles möglich. Also jetzt sage ich gar nichts mehr. Das ist ja gar nicht nötig. Sie wäre demnächst wieder vorgeladen.
Wer ist dann das jetzt noch? Ja, herein. Ach, du bist Lissel. Was willst denn du noch so spät? Sie müssen entschuldigen. Aber mein Vater lässt fragen, ob er morgen der Professor in die Stadt fahren soll, mit dem Fuhrwerk. Natürlich, ich hab's ihm doch gestern schon gesagt. Da hätte er mich doch aber durchrufen können, statt dich in der Nacht rumzujagen. Und ob er ins Gericht fahren soll oder auf die Universität? Und das kommt ganz auf den Professor. Wenn der sich bis morgen früh überlegt hat, ob er in Zukunft genauso babbelt wie mir in der Palz, dann fährst du auf die Universität. Und weil er bei seinem Hochdeutschen bleiben will, dann geht's ab zum Gadi. Sag deinem Vater, dass ich vor der Abfahrt noch einmal den Pelzer Babbeltest mache mit dem Professor. Dann kann er's grad halten wie Sell auf dem Dach. Wann Sie meinen, dass es so richtig ist, dann werde ich's ihm ausrichten. Warte mal, Lissel. Du kennst mir noch einen Falle, du. Sei so gut und zeig denen jetzt weg, halt den Weg ins Dorf nun. Die sind scheint nicht ganz die Sturbe. Nee, also bei allem Wohlwolle, aber das können sie nicht von mir verlangen. Beim besten Willen nicht. Komm, Lissel, bist du schon nicht so pepp. Und außerdem hast du doch deine Babbelmaschine dabei. Komm, wir machen schnell noch eine Kontrolle. 37. Ja, 37, Liesel Bolschweiler. Und wie ist das Bild? Gut, ganz scharf. Stell mal meine Nummer ein. 4412. So. Ja, und nun lässt die Nummer eingestellt, falls was sein soll unterwegs. So, jetzt will ich noch gerade Protokoll machen. Und dann könnt ihr ab mit Schade. So etwas. Dreikönig. Und im Omnibus fahren wolle. Man meint gerade, ich hätte 100 Jahre lang schlafen. Unpfälzische Umtriebe. Was haben Sie gesagt? Unpfälzische Umtriebe? Ha, genau, Lissel. Stell dir das mal vor. Nee, sowas. Sowas. Pfui Deifel. Naja, in Gottes Name. Die nicht gesteuert habe. Da kann man dich so Hals und Bein brechen. Ja, bleib nur auf der Seite, wenn du ein Auto kommt, bist fort. Halt, Paul, Hannes. Es langt, wenn wir einmal aufgeschrieben worden sind. Na, glaubst du, dass der Polizist nicht ganz koscher ist, hä? Deicht euch nicht hinter unserem Polizist. Der ist mit alle Wasser gewäsche. Du hieß doch Lissel, oder nicht? Stimmt. Ich kehre im Bolschweilers Rischel. Warum? Zu mir kannst du ruhig schon sagen. Und das durch der Hannes. Ja. Ich weiß, ich hab's gehört. Vorhin. Sei mal ehrlich, Lissel. Ist heut in Zickelhause der Dreikönigstag oder ist er nicht? Natürlich. Wir haben genau den 6. Januar 2076. Was hat sie gesagt? Du hältst jetzt mal ganz dein Maul, gell? Doch, das stimmt, Schorsch. Und voriges Jahr war das 75. Jubiläum von unserem Pelzer Lendl. Was? Vorfest war das? Du bist nicht still. 3 Tage lang ist die ganz Pelzer Regierung mit der Chaise durch alle Ortschaften gefahren. Und überall an der Grenze sind große Schilder gestanden mit dem alten Ritterspruch aus Jagsthause. Oh, leg mich am Ärmel. Ringsrum haben sie den Spruch lesen können. Die Hesse und die Schwabe und die Elsässer und die Franke. Alle haben sie den Spruch gelesen. Lisse, sag mal, aber ehrlich, habt ihr in der Palz schon einmal was vom Vereinigten Europa gehört? Aber Schosch, ich glaub, als du Mensch, ich wär blöd, hä? Nee, das war damals in der gute alte Zeit wie mit dem Luftballon. Alles hat sich immer mehr aufgeblosen, die Gemeinde und die Länder und so. Und auf einmal, da hat's Batsch gemacht, ne? Und das Ding ist geplatzt. Und zum Schluss sind bloß noch Fetze übrig geblieben. Jeder Spruch ihr Ländl und ihr Europa der Muttersprachen. Verstehst? Das selbstständige Palz, eigene Regierung in der Palz, ein eigener Spruch. Ist was, Schorsch? Ich hab kalte Fies. Los, mag gehe. Da vorne ist unser Heisel. Ich mach euch einen Glühwein. Nicht, dass er verfriert, bis er in der Neckarhell drunne sei. Kalte Fies und Glühwein, das ist die beste Hochzeit, wo es gibt.
Der Hannes nimmt die Nacht zu und gehe weil von hinaus. Ach, guck mal, Schorsch, es sieht aus wie ein Flaschentrichter. Oben geht es so neu und ohne kommt das Licht raus. Aber sei mir nicht böse, gell? Mir, dir? Warum dann? Es ist wegen meinem Vater. Der hat ein paar Marotte, wie es halt so ist mit der alten Leid. Oh, und was sagen Sie zu dem Stück, meine Herren? Ne? Also, all die Bierflasche, was dann sonst? Ja, doch, doch, Herr Bolschweiler, das kenne ich. Ausgeschlossen, meine Herren. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Das Trinkfass ist in den 70er Jahren vom vorigen Jahrhundert das letzte Mal hergestellt worden. Dann gucken Sie nur mal genau hier. 0,33 Liter reines Glas mit grüner Farbzugabe. Und auf dem Bauch sehen Sie noch die Reste von dem sogenannten Etikett. Auch von dem Stück gibt's in der ganzen Palz bloß noch 2 Exemplare. Das andere ist im Museum in Heidelberg. Stammt übrigens aus der sogenannten Wegwerfperiode. Heidischer Landrat, steh mir bei. Ja, das war eine glückliche Zeit damals, meine Herren. Was die Leute gebraucht haben an Rohstoff und an Energie, das haben sie genommen. Und was sie nimmer gebraucht haben, das haben sie fortgeschmissen. Und was machen wir? Jeden Tag eine Stunde lang der Abfall sortiere in die Müllbatterie. Das Papier extra und das Glas extra und das Metall und der Kunststoff. Und von der Müllabfuhr der Gutschein von Kanister Wein und von Kochlöffel und von läppischen Gutzeldut. Horsche mal, Pappe, lass doch die 2 ihren Glühwein trinken. Der wird hier noch ganz kalt. Bring mir mal die Giftflasche, ihr Lissl. Na, da hinten steht sie. Die? Nee, die Arme. Ja, die. 3-mal darf es auch rote, was da drin ist, meine Herren. Ich will's gerade mal ein bisschen schütteln. So, das rote sind nicht. Warte mal. Sieht aus wie die Nikolaussuppe. Ja, und Sie, was sagen Sie? Ja, vielleicht Essig oder Quetsche Brie. Hast du gehört, Lissl? Nee, meine Herr. Das ist nichts anderes als wie eine Flasche voll Negerwasser. Jahrgang 1972. Mehr als 100 Jahre alt. Sehen Sie? Was wäre die Leute um uns froh gewesen, wenn sie ihr Fisch ins Snickerwasser hätte hängen können. Und wenn sie die Fisch mit Appetit hätte essen können. Ja, das können wir uns heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und überhaupt soll ich dir ausrichten, dass du morgen früh den Professor in die Stadt fahren sollst? Ja, gleich. Ich bin gleich fertig. Dann mach ich halt den Glühwein noch einmal warm. Ich bring ihn dann rein, gell, Babbe? Jesus, hast du mich jetzt verschreckt? Schier habe ich das Glas nur noch fallen lassen. Hast du ein schlechtes Gewissen, Lissl? Komm, trag lieber die Gläser ins Zimmer, lieber. Aber pass auf und verschütt mir nix. Erst bleib schon mal bei mir, du, Lissl. Sei so gut. Ich will dich nämlich was fragen. 37, Lissl Bolschweiler. Ich höre Sie und ich sehe Sie. Bist du daheim, Lissl? Alles in Ordnung. Ich bin daheim und der Vater kommt morgen früh zu Ihnen mit dem Fuhrwerk. Gell? Ich danke dir schön, Lissl. Also dann, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ende. Gute Nacht, Lissl. Ende. So, komm schon, trag die Gläser rein, dass der Babbe nicht rüberkommt. Geh mal her zu mir, Lissl. Darfst du mich aber jetzt nicht veräpplen, gell? Warum soll ich dich dann veräpplen, hä? Also dein Vater fährt mit dem Gaulsfuhrwerk. Und du babbelst durch ein Apparädel, wo aussieht wie ein Handkäse mit dem Spiegel drauf und ein paar Knöpfe dran. Mach dir nur keine Sorge, da sind genug Frequenzen drauf. Wann sein muss, kann ich in Honolulu fragen, was für Wetter sie haben. Das meine ich nicht, Lissl. Ich meine,
Wenn du jemand willst und ich ein Tant gebe und so. Ach so, du meinst, ob ich also mal mit der Wühlmaus fahre, du? Zu meinem Bruder in Hamburg oder nach Frankfurt? Mit was? Guck, wenn ich morgens am Bodensee baden will, dann lass ich mich von einer Wühlmaus nun erschießen. Da passen 6 Personen rein in die unterirdische Kugel. Und in 10 Minuten hopp ich ins Wasser. In Kressbronn. Warst du das schon einmal? Aber dein Vater hat doch ein Gaulsfuhrwerk. Aber natürlich, wenn er nach Heidelberg will oder nach Wilhelmsfeld oder nach Neckargemünd. Eisenbahn und elektrische, das hat's früher mal gegeben. Unser Schussbahnhof ist in Mannem. Aber Schosch, das weißt doch selber. Ich weiß gar nichts, Lissel. Glaub mir's gar nichts, weiß ich. Und sage mal, wie ist es denn mit dem Professor, der wo im Arrest sitzt? Das ist ein Kapitel für sich, Schosch. Was für ein Kapitel ist das? Du dir die Nacht nicht lange, wann ich dir das erzählen wollt. Glaub mir's. Du brauchst mir ja nichts zu erzählen, brauchst man bloß zu zeigen. Vielleicht kenne ich den Professor. Ach Gott, Schosch, ich weiß ja, dass es so ein heiliger Dreikönig nix wie hier und her treibt. Aber dass man nicht einmal 5 Minuten in aller Ruhe mit ihm schwätzen kann, das habe ich nicht gewusst. Tja, wir haben uns halt ein bisschen spät getroffen, Lissel. Oder zu früh, Schosch. Oder zu früh. Sind Sie still, Herr Professor. Es darf niemand hören, dass ich da bin. Und woher soll ich wissen, dass der junge Mann da nicht von der PSP ist? Sie können beruhigt sein, Herr Professor. Ich bin in Heidische Dreikönig und rein zufällig sind wir heute oben. Mein Herr, die Methoden der PSP sind mir ziemlich geläufig. Je bunter die Maske, desto gefährlicher die Schnüffelnase. Du darfst mir, Herr Professor, nicht böse sein, Schosch. 2 Berittene von der Pfälzischen Sprachpolizei von der PSP haben in Ziegelhause verhaft und in der Arrest gesetzt. Nachdem man monatelang meine Vorlesungen an der Universität überwacht hat und meine Arbeiten zensiert. Auf Punkt und Komma hat man mich bespitzelt. Vergiss das nicht, Lisa. Aber Herr Professor... Ich habe diese sensorischen Deprivatisationen satt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, junger Mann. Wollen Sie mir dann wenigstens sagen, warum Sie überhaupt verhaftet worden sind? Liebe Leid, das weiß doch jedes kleine Kind. Der Professor weigert sich halt, seine Vorlesungen auf Pelzig zu halten. Sag das noch einmal. Die Regierung sagt, auf einer Pelzer Universität, da wo sowieso nur noch Pelzer studieren dürfen, da wird auch Pelzig gebabbelt und doziert und schrieben. Basta. Sehen Sie, und eine meiner Forderungen heißt klipp und klar, Goethe in der Ursprache. In anderen Muttersprachregionen ist man da schon erheblich einsichtiger als bei uns. Bei den Rheinpfälzern zum Beispiel. Oder auch bei den Franken und den Hessen. Und was geschieht hier? Man beschimpft mich, ich sei ein hochdeutscher Radikaler. Ich vergifte meine Studenten mit Hilfe der Sprachanarchisten Luther und Lessing und so weiter und so fort. Man will mich einem Test unterziehen. Natürlich ist das nichts weiter als eine plumpe Erpressung. Nichts weiter. Übrigens, wenn Sie mal eine Kostprobe aus dem Testprogramm des Pfälzischen Kultusministeriums hören wollen. Aber natürlich interessiert mich das, Herr Professor. Moment mal. Ja, da haben wir es. Kennen Sie zufällig den Erlkönig? Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Ja, das haben wir in der Schule gelernt. Und zwar Hochdeutsch, so wie es der Goethe geschrieben hat. Aber jetzt hören Sie mal die amtliche pfälzische Übersetzung. Ist Erls ihrem Kienisch. Wer trappelt dann da im Sichminet? Der Alt und sein Knecht, die kriege ihr Fett. Der eine hat der Anna im Arm und hebt den Pep.
und gibt Schäfer. Warum verstickelschen in die Visage? Du, Pappe, der zeigt uns den nackischen Kron auf dem Dez und einen hellen Schwanz. Du, ich glaub, als bei dir stimmt's nicht ganz. Also, Herr Professor, nehmen Sie mir es nicht verübel, aber das kommt mir gerade vor, wie ich die Sau mag, wo nichts drin ist, kein Fleisch und kein Marau und nicht einmal eine Kartoffel. Soll ich mir mal was anderes vorlesen, Herr Professor? Wieso du, Liesel? Keine Angst, Liesel. Wenn schon, denn schon. Du und ich, wir brauchen Verschwörer, denk dran. Schreihälse gibt's genug. Ist das das Pfälzische Neue Testament? Matthäus 2, ja. Wunderbar. Schieß los, Liesel. Moment. Da ist es. Da sind die drei Heilige, drei König gelatscht gekommen und haben wissen wollen, ob da wo der Sume wäre, der kleine Judekönig. Und sie hätte seinen Stern gesehen und täte gerne Gesetzel beten. Und sie hätte Leber und Riebewurst mitgebracht und Salz weg und eine Fläche Wieslocher Riesling und eine Dutt mit Pfefferminzkiesle. Wie das der alte Herodes gehört hat. Oh, Herr Uf, Liesl, Herr Uf, ich bitte schon alles in der Welt. Wenn das ein Christe Mensch hört, kann ich heutzutage dem Professor Gesellschaft leisten. Falsch, junger Mann. Total falsch. Nicht so laut, Herr Professor. Ich bitte Sie um alles in der Welt. Sie bringen uns ja noch um Kopf und Krache. Weder die Verfasser noch die Pfälzer Mundart haben sowas verdient. Verdammt nochmal, was nützen uns denn die schönsten Bildfunkfrequenzen, wenn wir uns mit einer geradezu babylonischen Sprachverwirrung zufrieden geben? Ich respektiere ja durchaus den ungeheuren Fortschritt der letzten 100 Jahre. Ohne Einschränkung tue ich das. Aber schließlich hat doch alles seine Grenzen. Die Pfälzer Landesregierung. Richtig. Völlig richtig. Sogar eine Sprachgrenze hat ihre Grenzen. Verlassen Sie sich drauf, junger Mann. Hier lass ich mir die Zunge rausreißen, als dass ich mich diesem Test unterziehen würde morgen früh. Da wird Ihnen aber gar nichts anderes übrig bleiben, Herr Professor, so wie ich die Sache sehe, du. Sind Sie still, Herr Professor. Nicht, dass uns noch was schief geht, zu guter Letzt. Keine Angst, Liesel. Es wird klappen. Aber trotzdem sollte sie vorsichtig sein. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ach was, die Nachtsonne ist aufgeladen, das Bildsprechgerät auch und meine Freunde erwarten mich. Was soll denn da noch groß passieren? Mal ehrlich, Liesel, hat der was vor? Soll ich's ihm sagen, Herr Professor? Wenn du Vertrauen zu ihm hast, warum denn nicht? Ach, ich weiß nicht so recht. Verbrecht er nun mal nicht den Kopf, Liesel? Wenn nicht willst, dann ist halt bleiben. Nicht wegen dem. Muss mich richtig verstehen, Schosch. Also gut, dann sage ich das halt. Er will emigrieren. Der Professor? Ins hessische Nive, nach Neckarsteinisch. Und wenn's dort nicht klappt, dann geht er ins Rheinland oder ins Elsass. Nach Neckarsteinisch? Oh, Herr Professor, wenn Sie Lust haben, zeige ich Ihnen den Weg. In 2 Stunden sind wir dort. Heitacht noch. Auf bald dann, ihr zwei. Auf bald. So, jetzt weiß ich Bescheid, Schosch. Wenn mir auch mein Vater leid tut, ich muss dem Mann helfen. Still, da ist jemand. Um's Gottes Willen, jetzt ist alles aus. Ihr braucht es gar nicht zu verstellen. Ich hab ganz genau deine Stimme gehört, Schosch. Das ist der Hannes. Gott sei Dank. Ich hab schon gemeint, mein Vater wär's oder der Polizist. Mach auf, Schosch. Ich weiß, dass die Liesel drin ist. Komm, wir gehen raus. Das hat doch keinen Wert. Bleib so lang da, bis ihr rauskommt und wann's 11:20 wird, das ist mir egal. Los, Nummer, der beruhigt sich wieder. Du, ich hab Angst. Geh bisher her zu mir. So. Soll ich dir mal was sagen? Was denn, hä? Darfst aber nicht lachen. Aber du hast die schönste Kaschegosch, die wo ich überhaupt kenn auf der ganzen Welt. In Ziegelhausen oder in der Palz? Weißt du, was es ist? Ein Kaschegosch? Nee, vielleicht. Das ist ein Schatz wie... Du, der ist so kostbar, dass ihn kein Gaul und kein Elefant und kein Kamel auf den Buckel nehmen kann. Ach, kein heiliger Dreikönig? Doch. Höchstens ein heiliger Dreikönig. Der kann's.
Liesl, mein Herzkasch und mein Kaschegusch. Wenn ihr jetzt nicht sofort aufwacht, dann gehe ich lieber zum Polizist und verrot alles. So ein Himmelshohnbläder. Warte ich mal auf. Los, mach das rein, komisch ein bisschen Dalli. Unser Haus ist fort, Schorsch, in der Nickerhill drunne wohnt's und ich halte wohl, ich hab, wenn du wärst schon längst daheim. Unser Haus ist fort, Schorsch, in der Nickerhill drunne wohnt's und putz wie vom Erdboden verschluckt. Langsam, langsam, ein alter Mann, ich kenn den Zug. Wo die Garage gebiss ist, da liegt ein Äppelkorn aus Holz, ja, die Tankstelle ist fort in die Uferstraßen, der Itaka, wo Eis verkauft, ein Pommes frites, Pizza, alles wie vom Erdboden verschluckt. Du hast Gespenster gesehen, Hannes, beruhig dich. Wann ich nur mal wenigstens Gespenster gesehen hätte, nicht einmal das Terrasse aus von meiner Tante habe ich gefunden. Bloß noch ein Buckel, wo die Kinder scheinen Schlitten fahren. Ob's glaubst oder nicht. Hast du das klärt, Liesl? Was ist jetzt, Schorsch? Verdummes Gebabbel habe mir keine Zeit. Mich habe keine Zeit geil mehr hier. Ich kann nicht zulassen, dass mein Vater zum Handlanger von deine Kulturbüttel wird. Und der Professor, der wird noch gebraucht. War nicht bei uns, dann halt woanders. Hast du das kapiert? Was mauschelt ihr dann alles fort, mein Nonna Babbel, doch laut? Wer's weiß, wird's wissen, Hannes. Was gehört? Wer's weiß, wird's wissen. Pass auf. Du gehst jetzt eine Weile vorne raus, über den Heidemudelweg, verstanden? Ja, und du? Ich komme hinten noch, wenn's Zeit ist. Kannst dich drauf verlassen. Aber da drüben liegt ja der Schneeballmeter hoch. Kratz vom Graben werfst du auf mich. Was gehört? Sei vorsichtig, Schorsch. Es darf nix schief gehen. Mach doch, was du wollt. Ich hab die Nase voll jetzt. Hab mit Schade, Hannes. Wir sehen uns am Grabe, gell? Ja, kommen. Ja, 33,6, 33,6. Du, Riesel, was ist denn los? Wo brennst dann? Horch mal, ist die Liesl bei dir gewesen? Natürlich, wegen dem Professor. Schon vor mindestens 2 Stunden habe ich sie nun geschickt ins Dorf. Sie hat zwei heilige Dreikönig der Wege gezeigt. Armlose Kerl war es, Richel. Aber ich hab sie halt protokollieren müssen. Stell dir vor, die haben mit dem Omnibus heimfahren wollen und der Ehe hat eine Terrasse ausgesucht. Ja, ich weiß, die sind doch bei mir gewesen, all mein Nonna. Hast du denn dein alter Krempel gezeigt, hä? Sie müsste aber doch längst daheim, sei die Liesl jetzt um die Zeit. Menschenskinder, Richel, die ist doch kein kleines Mädel mehr. Vor ein paar Minuten habe ich sie angerufen, da war sie kreuz wie den in ihrer Kisch. Ja, aber der Schlüssel ist fort und die Nachtsonne und ihr Babbelmaschine. Bist du aufwachst, hat die schon längst ausgeschlafen. Im ganzen Haus ist er nicht, glaubt man's doch. Moment mal. Was für ein Schlüssel ist fort? Ja, der Schlüssel von der Arrest, wo ich mal so frei brauche, von dem Professor. Ja, da kriegst du die Mutter. Hörst du, Richel? Wir treffen uns im Rechthaus, aber gleich, verstanden? Und du sagst im Schlussbahnhof in Mannen Bescheid, dass die uns nicht durch die Latte gehe. Ja, ist recht, aber bring auch dein Nachtsohn mit. Besser ist besser. Hast du gehört? Hallo? Hallo? 4412? 4412? Mach ein bisschen langsamer, Schorsch. Ich glaube, der Professor kommt nicht mehr nach. Der? Der ist besser auf die Füße wie wir zwei zusammen. Ein bisschen steif in den Knochen vom langen Hocker, aber so ein Steiß ist nicht. Du, Schorsch, bleib mal stehen. Warum? Was ist dann? Wir dürfen doch nicht trotteln, Diesel. Sie ist kein Katzensprung, auf der stehen ist. Guck, da oben, bis man am Waldrand entlang bis zur Schimmelsteig vor. Am Tanzplatz grad aus und über der Lärchengatte. Wenn wir dann auf dem Heerweg sind und man auf den Neger nur noch gucken kann, da kann uns nichts mehr passieren. Der Professor kommt, er ist nicht mehr weit hinter uns. Na ja, da klappt's auch. Du, was ist denn das? Wo dann? Ich hör nichts. An der Straße ohne. Siehst nicht? 2 Nachtsonne. Das ist der Polizist und mein Vater. Was machen wir jetzt, Josh? Nur mehr keine Angst, bis die da oben sind, sind wir längst überm Grabe. Hannes! Hannes! Ja, ich bin da! Spart auf euch! So, Herr Professor, gut, dass Sie da sind. Also mal aufpassen. Wir sind jetzt gleich am Grabe oben beim Heidebuddelweg. Der Hannes und ich, wir hoffen zuerst nicht mehr. Dann hoffst du, listen nicht mehr mit dem Professor zusammen und wir fangen euch dann auf. Auf der anderen Seite drüben. Aber Vorsicht, dass niemand einplutzt. Du kann man sich Hals und Bäh brechen, gell? Obacht, Josh! Da kommen zwei kalte Bergruf, haut ab! Abhauen! Langsam, Josh! Warte doch ein bisschen!
Mensch, Schosch, das war wieder ein Satz. Ach, Faludin, was machst du da? Ich hab mich erst rumgetrieben die ganze Zeit. So breit ist doch der Graben nicht. Da ist mir doch gleich wieder rübergekupst. Ach, wenn du wisst, wo wir gewiss sind, du tätst mit der Ohren schlackere Faludin. Hose, schieß der Seite, alle zwei. Der Hund, wo uns nachgegangen ist, der hat selber Angst gehabt. Wie ihr da drüben gewesen seid, da hab ich zweimal in die Hände geklatscht und der Kerl ist ab, dass er schier den Schwanz verloren hat. So, und jetzt wird's Geld gedehlt und die Äppel und die Lebkuchen und das andere Sach. Ich will nämlich schämen. Stell dir vor, Faldin, wir sind im Jahr 2076 gewesen. Hä? Haha, du guckst was. Ja? Komm, mach nur die Pappe nicht struffelisch. Wann soll denn das gewesen sein? Halt doch dein Maul, Hannes. Das versteht er ja doch nicht. Gell. Pass auf, Faldin. Die haben keine Autos und keine Mopeds. Da wären die Leute unerirdisch in der Gegend rumgeschossen mit Kugeln, wo man drin hocken kann. Und dann haben die so kleine Apparate in da. Alter Freund, du, da kannst mit jedem schwätzen und sehen du schon auch auf so einem kleinen Fernsehbild. Ja, und dann, das musst du verzichten. Ist jetzt ruhig oder nicht? Was interessiert denn das den Faldin? Gell, du. Nur mehr keine Angst, Josh. Ich verrot nix von der Liesel. Da gibt's auch gar nichts zu verroten, merkt ihr das? Okay, Mensch, vielleicht ich hätte nicht gesehen, wie du einen Kuss geben hast, hä? Noch ein Wort und ich knall dir eine, dass ich was heimlebst. Sag dir mal, was ist denn das für ein Käfer? Die kenn ich gar nicht. Na, frag doch den Schorsch, da kann das sagen. Das Maul sollst halten. Warum regst du nicht dann so auf? Da ist doch nichts dabei, wenn du eine saubere Bob rumknutschen tust. Hau! Aber alle zwei, sonst schlage ich ein Ugspitz in den Boden ein. Komm, Faldin, mach hier eine Weile voraus, der Herr und schreit's liebes Kuh. Was wisst denn ihr zwei, ihr Simmel, ihr Tabische? Das wissen die nicht. Das kennen die gar nicht wissen. War das jetzt 100 Jahre zu früh? Oder ist 100 Jahre zu spät? Ganz durcheinander bin ich im Kopf. Wie Reitschul dreht sich alles da drin. Die Liesel, die Bolschweilers Liesel, Petze misst sie mich jetzt, die Liesel. In der Arm Petze, dass ich wisst, ob's wo gewesen ist oder ob ich geträumt hab. Und wann ich drüber geblieben wäre. Über dem Grabe. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht wegen der Liesel. Doch. Wegen der Liesel tät ich's noch einmal machen. Aber der Grabe ist einfach weg. Nee. Und eigentlich, da find kein Paradies. Heut nicht. Und morgen nicht. Aber dich hab ich gefunden, Liesel. Gefunden und verloren. Über den Zeitgraben hopft man bloß einmal. Und eines verspreche ich dir, Liesel. Du und ich. Das geht niemand was an. Das vergiss ich nicht in 100 Jahren. Verschkehrt, Liesel. Kein Mensch darf tot vor was erfahren. Ich verspreche dir, Liesel. Bloß mir zwei, Liesel. Bloß mir zwei. Soweit unser Spiel in Pfälzer Mundart, der Drei-Könige-Besuch im Morgen. Das Manuskript schrieb Paul Schick, wir wiederholten eine Aufnahme aus dem Jahr 1976. Die Rollen und ihre Sprecher waren Schorsch Zabelbacher, Manfred Adelmann, Hannes Knobel, Wolf-Dieter Tropf, Faldin, Günther Barke, Liesel Bolschweiler, Helga Wolf, Rischel Bolschweiler, Armasten Fühler, Polizist Günther Vetter, Professor Hans Gogel, eine Frau Lieselotte Neumann-Hoditz. Ton und Technik Roland Winger und Christine Zöller,
Die Regie hatte Andreas Weber-Schäfer.